Die letzten Singles vor dem Insanity. Die Ansage, womit ich und warum ich nach dem Insanity damit Schluss mache. Und vielleicht noch ein bisschen was mehr gleich nach dem Intro. Moinsen, ihr Lieben, und willkommen zum neuen Video. Es ist Sonntag, der 29. September. Und es ist noch genau eine Woche bis zum Insanity. Und es gab die letzten wirklich schweren Singles diese Woche. Ein bisschen oberhalb der Opener, teilweise auch nicht. Die bekommt ihr jetzt gleich zu sehen. Und nach diesen drei Singles, also wie üblich Squat, Bench, Deadlift, nach diesen drei Singles gibt es die Ansage vom Videothema, Titel, was auch immer. Viel Spaß und bis gleich. Die liefen wirklich geil, oder? Also sowohl die Beuge mit 150, die Bank mit 105 und der Deadlift, okay, er war ein bisschen zu schwer mit 200, aber ist mir egal. Egal. Auf jeden Fall bin ich sehr, sehr zuversichtlich, was den Insanity betrifft. Die Opener werden dann vor Ort irgendwie so ein bisschen anhand auch der Tagesform natürlich gewählt, aber ich habe natürlich schon so ungefähre Zahlen im Kopf, wie ich ja auch schon das finale, totale Endziel im Kopf habe, wie ich ja in einem der letzten Videos erklärt habe. Und momentan bin ich guter Dinge, dass das auch klappt. Schauen wir mal. Womit mache ich jetzt eigentlich Schluss nach dem Insanity? Ja, das ist die Frage aller Fragen. Ja, es ist wichtiger als die Frage, wie wir mit der Klimakrise umgehen, meiner Meinung nach. Darf er das? Also, ich habe ja die letzten, weiß ich nicht wie viele Jahre, 1, 2, 3, fleißig im Überschuss gelebt. Sicherlich mal mit ein paar Phasen zwischendurch, wo es nicht so lief, aber generell war ich im Überschuss. Und mein absolutes Körpergewichtsminimum, was ich irgendwann mal hatte, waren 78 Kilo auf 1,91 Meter. So. Dann habe ich mich irgendwann super schwierig oder super schwer damit getan, überhalb der 90 zu kommen. Und als ich die dann irgendwann mal geknackt hatte, diese Schallmauer, bin ich straight up zu Spitze war. Diese Woche Montag 107,4. Keine Ahnung, was da am Wochenende los war und passiert ist, weil ich war am Dienstag dann schon wieder bei 105. Also da war irgendwas mit meinem Körper nicht in Ordnung. Fakt ist, ich bin jetzt so bummelig bei 103, 104, 105 Kilo. Also auch schwerer denn je. Und das Ganze aufgrund des etwas unkontrollierten Überschusses, den ich gefahren habe, ziemlich fett. Und da ich ja schon mal gesagt habe, dass das nicht meine Vorstellung von sportlich sein und von athletisch sein und von Leistungssport ist, möchte ich nach dem Insanity eine Diät machen. Yes, ich gehe auf die Bühne. Nein, gehe ich nicht. Aber einfach eine Diät, wo schon ordentlich was runterkommen soll, die über einen längeren Zeitraum gehen soll, damit das Ganze sehr, sehr seicht ist und ich nicht zu viel Kraft verliere etc. pp. Wird wahrscheinlich so nach der Regenerationsphase nach dem Insanity starten. Also ich habe mir so vorgenommen, 2 Wochen wirklich gar nichts zu machen, um meinem Körper wirklich mal so ein bisschen Abstand zu geben, nur mich viel zu bewegen, also viel draußen laufen zu gehen, spazieren zu gehen und so. Vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, Erholungs... was auch immer machen. Ja, aber 2 Wochen wirklich Ruhe und danach dann wieder ins Training zu starten und dann eben auch ins Defizit. Habe da einen Bekannten an der Hand, der das sehr, sehr
ambitioniert und sachlich und fachlich angehen wird, das ganze Thema mit mir. Wir werden das gemeinsam nochmal intensiv durchsprechen. Und dann heißt es, den Fettfunden AD zu sagen. Ja, mal gucken, wo es hingeht. Ich denke mal so irgendwo in Richtung bummelig der 90. Drunter will ich eigentlich nicht. Ich werde sicherlich über die Feiertage Ende des Jahres oder so mal einen kleinen Break machen. Und wollen mal gucken, wie lange das dauert, wie sich das alles entwickelt, wo ich nachher rauskommen werde, wie das Ganze dann aussieht. Um dann von dort aus wieder sich so ein bisschen einzupendeln, einzugrooven auf das Gewicht und dann wieder stärker zu werden mit ein bisschen Überschuss und so weiter und so fort. Ihr kennt das Spiel. Yes, that's the plan. Alles natürlich gar nicht so hochtrabend, wie es im Thumbnail und im Titel immer klingt, aber auch das Game kennt ihr. That's it von mir. Ich wünsche einen schönen Sonntagabend. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao.